ich den Fahrradfahrer lang die Frage, wenn ich im Fahrradtunnel stehe, ne? Da seht ihr eben, die Gabel vorne wurde gekürzt, drauf liegt Fußrasten, da seht ihr noch, den Riemen habe ich immer noch dran, ich habe keine Kette, viele bauen sich eine Kette rum, muss ich sie an. Dann habe ich hier zum Beispiel halt jetzt noch für USB-Steckdose, ne, kann ich auch hinter dem Tank verstecken, dann zieht das keiner, ich lasse das meist so hängen, das stört mich nicht so, ich sehe das ja nicht. Ich habe hier meine geilen antizipfarbenen Glitzerhandgriffe, Moto Gadget Blinker, sehr schön, kann ich nur empfehlen. Also wer mal Lenker und Blinker braucht, beziehungsweise Ochsenaugen sozusagen, kann ich nur empfehlen. Ja, ihr seht, von mir mit ist, shopwerk.de. Hinten Fender ist kürzer, ne? Vorne ganz klein hier, ne? So ein ganz kleines Putzchen. Lampe, alles meist in schwarz hier halt, beziehungsweise meist in schwarz. Der Motor ist in so einem Titaniumgrau, genau wie hinten, wo der Riemen rüberläuft. Ne? Da hier vorne habe ich zwei Taster. Viele kennen das schon, den habe ich, also den die Bilder schon mal gezeigt habe, das ist für meinen Tacho, da ich keinen Standard-Tacho habe, sondern digital, zeige ich gleich aber alles. Ja. Manche, hat das auch schon wegblenden. Ja. Hinten, ne? Rücklicht. Alles. Ja, ich glaube, wenn man hier drauf ist. Der Auspuff, der ist ein Standard-Auspuff, ne? Hier eine Hitzeschutzband drum wegen Optik, damit es einfach geil aussieht, wo die kamen. Hinterrad ist auch ein dickerer, also ein größerer, ich glaube, ich habe jetzt einen 100. Das ist nicht lügen. Das liegt jetzt in den Papiere, gucken aus dem Kopf, weil ich nicht genau steht da drauf, für Dumme. Das ist ein 150er und normal zu glaube ich 140 oder sowas. Ja, ne, schön Speichenräder. Als kleines Gimmick hat er mir hier noch so eine grünen Würfelchen ran gemacht, weil ich ja, grün geil finde, ne. Hupe habe ich ohne andere, die hört sich aber nicht so schön an. Ja, dann würde ich sagen, weiter die Kamera rein. So, da seht ihr auch den Tacho. Ich hoffe, ich nehme mich jetzt richtig auf. Ja. Vernünftig hochgekommen ist und demnächst folgen ja noch wieder Motovlogs von mir und ja, das war eigentlich schon und ja, wenn ihr Fragen habt oder so, ne, fragt einfach unten in die Kommentare, ich gebe euch ja noch Info, soweit ich kann, ne, weil ich bin ja auch nicht so der erfahrene Biker, sag ich mal, im Sinne von Umbauten, ich habe mir die ja das halt umbauen lassen und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, was Sache ist. Preis braucht er nicht fragen, werde ich nicht so sagen, ne? Aber sagen wir so, also ihr kriegt dafür auch wahrscheinlich eine gebrauchte Sportmaschine. Also es hat sich im Rahmen gehalten. Ja. Ach ja, Sattel ist auch eine Anfertigung, ne? Jetzt nicht der Standard-Bobber-Sattel. Ja, ne? Das ist jetzt nicht der Standard-Bobber-Sattel hier mit den Federn, sondern angefertigt. Finde ich gut, ist noch ungewohnt, weil man, ich sag mal so, hat ein bisschen fetten Arsch. Dadurch tut ihr dann doch mal nach einer Zeit ein bisschen weh. Ja, was gibt's noch zu sagen? Sonst eigentlich nichts. Ich hoffe, ihr findet das Ding genauso geil wie ich. Ach ja, der Lack, ne? Hat so einen Matt-Lack. So viel. Hier so ein Silberstreifen. So ein Stripe. Der ist aber einfach nur rein Deko. Den könnte ich theoretisch auch abmachen, aber ich finde ihn ganz toll. Ja, und wie gesagt, sonst, ne? Ihr seht es ja. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Audio funktioniert hat, weil über die App konnte ich gerade nicht gucken, das Bild. Also kann es sein, dass ich gleich schmeißen muss in die Aufnahme oder ich kann gucken, ob das so gut wird. Jetzt kommt gerade die Sonne schön rum.
So Leute, dann schieß auf, ne?